Also die Musik war ein bisschen derb laut, oder? Guck mal, Linda Catbridge. Guck mal, diese Linda schreibt mir hier eine Post. Wir lesen es mal. Achso, wenn diese vorreifen Teenie-Girls hier denken, sie sind lustig, ne? Scarlett Bewater. Sorry, nicht privat. Was heißt nicht privat? Hey Peggy, das mit der Gruppeneinladung tut mir leid. Dachte echt, du nimmst nicht an. Wann machst du die Dolphins wieder auf? Ich vermisse den Club so. Hab dort so viele nette Leute kennengelernt. Liebe Grüße, Scar. Ja, schon okay, Scar. Und warum schickst du mir dann eine Gruppeneinladung, wenn du denkst, ich nehme es nicht an? Das verstehe ich nicht ganz. Ich vermisse den Club so. Ja, und die Dolphins mache ich wieder auf, wenn ich Lust habe. Dankeschön, liebe Scar. Ich hoffe, die kleinen Fragen. Und das ist schon okay mit der Gruppeneinladung. Es war nur interessant, dass du eine Gruppeneinladung schickst, ich sie annehme und du sie dann gar nicht wolltest. Oder wie auch immer. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch irgendwie. Oder auch nicht. Oder doch, ich glaube schon, dass es komisch ist. Evelyn Lightning Hall hat Fragen. Hi Peggy, endlich ist mal dein Postkasten leer. Ich habe ein paar Fragen an dich. Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Entwicklerteam ein Spiel ganz nach deinem Wunsch zu entwickeln, wie würde es aussehen? Das wäre entweder ein Spiel, in dem man einfach alles machen kann, also so eine Mischung aus allen möglichen Simulatoren und Open-World-Spielen, oder irgendwie so ein Zombie-Apokalypsen-Spiel, wo man bauen kann und auf Pferden reiten. Also eine Mischung aus Star Stable, DayZ und einer DayZ Mod und Minecraft. Yep. In einer Grafik wie DayZ. Aber Pferde wären geil. Und man muss bauen können. Und man muss Survival machen können. Und man muss Berufe haben können. Und so total toll. Also ich habe da ganz viele Ideen, wie man das machen könnte. Und man muss ganz viel machen können. Und es muss vor allem Berufe geben. Das wäre für Star Stable auch so geil, wenn es Berufe gäbe. So Schneider oder Schmied oder irgend so ein Kram, wo man dann Sachen herstellen kann für andere Leute und so. Ah, das wäre so einfach und es wäre so cool. Ja, also das wäre ein ganz verrücktes Spiel. Das wäre geil, das Spiel. Das wäre einfach nur so geil. Welche Länder hast du schon bereist? Welche würdest du gerne bereisen? Ich würde gerne alle bereisen, bis auf Russland, also dieses ganze Osteuropa, Westasien-Gedöns, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und Afrika brauche ich nicht. Interessiert mich nicht. Interessiert mich einfach nicht. Will ich nicht hin? Das ist mir total egal. Sonst schaue ich mir gerne alles an. Ich war schon in Holland, Dänemark, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Türkei, Italien hatte ich schon, glaube ich, oder? Griechenland, Finnland, Kroatien, Polen, Tschechien, wo war ich noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube ja, Polen, Tschechien, ja genau, ich glaube, das war's. Also alles, was so um Deutschland rumliegt eigentlich. Ja. Weiter weg noch nicht, würde ich aber gern bald mal Asien, Amerika und so. Ich war leider noch nie in Amerika, da will ich mal hin. Also auf jeden Fall. Also das sind so Sachen, die stehen fest auf meiner Liste. Es ist halt USA, Kanada, Australien und so Südostasien, so China, Japan. Ja, genau. Thailand vielleicht oder so, keine Ahnung. Naja. Und so Kanaren und sowas, also so nordafrikanisch geht eigentlich auch, so die Inseln halt, also so, oder halt so, naja, ich weiß auch, na, ich weiß noch nicht, aber irgend sowas so Seychellen oder so, ja, das kann man sich schon mal angucken, aber sowas wie Ägypten oder so ein Kram, das muss ich eigentlich nicht sehen, also alles, was da auf diesem afrikanischen Kontinent liegt, ich weiß nicht. Warst du mal in einem Sportverein? Ja, ich war schon in vielen Sportvereinen. In welchem? Meinst du jetzt in welchem? Also hier halt in lokalen Sportvereinen. Wenn du das meinst. Also da, wo ich halt wohne. Wenn ich jetzt sagen würde, wie dieser Sportverein heißt, dann
verrate ich zu viel. Aber ich war in dem Raum, in dem ich wohne, schon in mehreren Sportvereinen. Also was heißt in mehreren, aber halt in verschiedene Sportarten. Halt ein Verein für Fußball, der andere halt für Kampfsport, der dritte halt für, weiß nicht, Schützen, Judo, bla, halt. Verschiedene Sportarten erfordern meistens auch verschiedene Vereine. Und ja, genau. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens sportmäßig mit Fußball, Basketball und Kampfsport verbracht. Glaube ich. Ja. Genau. Ja. 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 So war das. Das war's auch schon. Liebe Grüße, Evelyn. PS, als ich den Brief geschrieben habe, stand ich neben dir. Ah, ist ja süß. Das ist ja total kjart. Dann Evelyn, das waren mal echt interessante Fragen, die wir noch nie hatten. Das ist schon sehr, sehr gut, Evelyn. Kompliment für die Fragen. Vielen Dank dafür. Ich beantworte sowas sehr gerne und freue mich immer über so kreative Fragen wie diese, wo sich noch jemand was dabei gedacht hat. Liebe Evelyn, vorbildlich, vorbildlich. Danke und tschüss. Und einen machen wir noch. Oder due. Guck mal, da können wir den von Evelyn mal löschen. Anne Silent Daughter schreibt mal wieder. Hi Packy, ich habe einen Zwilling. Sie heißt Layla Snowfall. Aha. Bin auch gerade Jala. Wir haben dich bei dir gesehen. Ja, das ist ja krass, Anne. Das ist schon Anne, das ist ganz schön heftig. Violet Waterberg schreibt, hi. Hallo Packy, ich liebe deine Videos über alles. Du bist der beste YouTuber, den es je gegeben hatte. Was heißt hatte? Mich gibt's doch noch. Oder bin ich schon abgeschrieben? Bin ich schon etwa nicht mehr da? Warum denn hatte? Oh Gott. Ich bewundere dich immer für alles, was du machst. Ja, für alles vielleicht nicht, oder? Also letzte Woche habe ich so ein paar Witze gerissen in so ein paar Folgen. Na egal. Ich freue mich immer, wenn du neue Videos auf YouTube hochlädst. Na, okay, dann wirst du dich auch diesmal freuen. Bleib wie du bist und mach weiter so. Deine Vio. Ah, danke schön. Ja. Nächster Brief. Lola Sanfi. Die kennen wir doch. Mr. Packy. Bitte zur Badeaufsicht. Sie tragen keine Lizenzen, um einfach aufzugehen. Das Offgehen ist bei einem YouTuber wie Ihnen strengst verboten. Denn ich habe meine Arbeit, das tägliche Stalken, noch nicht beendet. Oh, verdammt. Aha. Nein, das ist eher so, aha, that's my shit. Und du siehst immer noch wie früher aus. Was ich dir damals noch sagen wollte, schrei ich jetzt heraus. Du bist und bleibst der beste Mensch auf Erden. Smiley Face. Wie auf Wolke Sladana, viel zu viel verpasst. Ich war dort schon einmal, bin zu tief gefallen. Lieber Wolke Packy. Okay, okay. In Love Lola, zwinkern. Okay, Lola, das ist echt cute, aber ich bin da so langsam ausgestiegen und habe nicht mehr verstanden, um was es hier gerade geht. Aber hey, ich glaube, das ist einfach nur nett gemeint und alles ist gut. Layla Snowfall schreibt, hallo Packy, wollt ihr nur mal ein Lob dalassen? Deine Videos sind echter Hammer. Ich muss immer so lachen. Aber mach weiter so. Okay, was ist aber? Ist Lachen was Schlechtes? Hm? Möchtest du nicht lachen? Es tut mir sehr leid, dass ich dich immer zum Lachen bringe. Aber mach weiter so. Gut, ich mach weiter so. Und vielleicht bringe ich dich ja auch wieder zum Lachen. Du bist so ein geiler Alter. Ah, das hört man echt gern. Ich wollte schon immer als geiler Alter bezeichnet werden. Das ist richtig. Das fühlt sich schön an. Danke, Layla. Wow. Wow, Layla, danke. Wow. Das, oh Gott, diese Komplimente. Ja, viel Spaß beim was immer auch machen. Danke, Layla, dir auch. Vielen, das ist okay. Puh. Riley Longbourn schreibt, hallo Perky, deine Videos sind super. Ich muss immer zusammenreißen, nicht vom Stuhl zu fallen. Ja, dann pass mal lieber auf, das ist gefährlich. Irgendwann werde ich noch ein Schädel-Hirntrauma haben. Nein, nein, hör auf. Immer schön sitzen bleiben, bloß kein Schädel-Hirntrauma haben. Oder einfach eine fette Beule. Ja, das wäre okay. Eine fette Beule. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. War auch sehr lange bei den Dolphins. Ja, ja, ich weiß. Bis mein Laptop weg war. Und als ich ihn wieder hatte, waren sie aufgelöst. Ja, das kann passieren. Naja, ganz liebe Grüße, deine Riley.
Ja, danke schön, lieber Riley. Und hoffentlich bis zu einem der nächsten Briefe. Und man sieht sich ja in Starstäblen, ne? Liebe Riley. So. Ah, dann kann ich mal hier wieder löschen. Und dann machen wir hier mal weiter mit Kayla Mastergreen. OMG, auf welchem Server bist du? Ich auf Server Winterstar 1. Ja, ich nicht. Ich bin auf Server 2. Auf Server 2. Danke, Kayla. Auf Server 2, ich bin Kayla. Auf Server 2, irgendwas mit Autumn. Das passt schon. Layla Silence da. Wir schreiben Montag, den 8. Juni, okay? Als eine seriöse Person diesen seriösen Brief und mysteriösen Brief versendete. Roffel, ich schreib dir gerade Roffel, schreib zurück. XD, mit freundlichen und seriösen Grüßen. Layla Silence da. Ich schreib mal nicht zurück. Liebe Layla Silence da. Ich hoffe, das ist okay für dich. Du kannst dir gerne nochmal einen Brief schreiben. Angelika Papihall. Ah ne, da darf ich nicht so... Pff. OMG, danke für deine Antwort, du Cutie. Ich habe ein paar Fragen. One. Auf welchem Server bist du? Two. Also ich bin auf Server 2. Würdest du mit einem Fan Cism sein? Aber wie... Würde ich... ja... Wieso bist du so cute? Ja, bin ich nicht. Nein, das bin ich nicht. Was? Also eigentlich, also auch mit dem Fan zusammen sein, das ist halt, also das kann ich jetzt nicht ernsthaft beantworten, ist doch schon klar, ne? Zumal die meisten Star Stable Fans deutlich unter 16 sind. Das geht nicht. Das darf ich schon nicht mit Ja beantworten. Das geht einfach nicht. Ja, also generell spricht ja nie was gegen. Na, also man kann nie wissen, ne? Was, also, Leute. Ihr versteht doch das, da kann ich nicht ernsthaft drauf antworten. Hab noch vergessen zu sagen, ob du Gloria Nightbear und Lauren Spider-Girl und die Snow Giants grüßen kannst und ihnen sagen kannst, dass sie ganze Liebe, genau wie dich. Mach ich, also, liebe Gloria Nightbeer, Lauren Spider-Girl und die Sword Giants, die Angelika Papihall, die liebt euch voll. Ganz doll lieben tut die euch. Genau wie mich. Ja, kommt mal damit klar, meine Lieben. Lenny Pinkland schreibt, Leni, nicht Lenny. Hi, Bandy. Können wir vielleicht mal ausreiten? Ich sehe dich öfters am Postkasten. Kann ich mal mit dir Briefe lesen? Wie mit mir? Wie soll das denn gehen? Wie willst du denn mit mir Briefe lesen? Also du kannst gerne deine Briefe lesen und ich lese meine. Das geht natürlich schon. Spaß! Ich bin dein Fan, Peggy, aber das von oben war mein Ernst. Okidoki, Antischoki, Pisklalasquizzy. Erb, Lalasquizzy. Und ja, wir lesen dann einfach mal Briefe zusammen, ne? Lalasquizzy, bis zum nächsten Mal auch euch. Lalasquizzy!